Seelenverkörperung mit Grace Integrity. Zunächst einmal gehe ich auf Seelenverkörperung ein und dann noch, was Grace Integrity ist und was man damit tun kann. Die Seelenverkörperung ist, wenn wir unsere Seele leben. Wir leben ja schon seit Jahrtausenden in der Dualität, wo wir uns immer mehr von unserer Göttlichkeit abgetrennt haben, von unserer Seele und immer mehr mit unserem Ego identifiziert haben, mit unserem irdischen Anteil. Und das Ego hat eine niedrige Perspektive, das sieht nur den Mangel und ist in einem Überlebensmodus. Es kämpft für alles. Es hat einfach nicht die größere Perspektive und das ist auch gar nichts Schlechtes. Nur haben wir eben uns unsere Identität dem Ego übergeben, lange Zeit, und gar nicht mehr gewusst, gespürt, dass wir eigentlich mehr sind, dass wir Seele sind. Das heißt, wir verkörpern dann unser Ego und nicht unsere Seele, wenn wir im Kampf leben, uns klein machen, uns verteidigen und nicht das leben, was wir wirklich sind. Und das Ego gilt es auch zu verschmelzen mit unserer Seele, dass es eine Einheit ist, das Ganze, und wieder aus der Seele zu leben. Und das Ego, das ja eigentlich ein archaischer Schutzmechanismus ist, wieder diese Position einnimmt, wenn wirklich unser höchstes Wohl irgendwie bedroht sein sollte, dass es dann aktiv wird, aber nicht ständig, um andere Egos zu bekämpfen und um zu überleben. Und jetzt zum Begriff Grace Integrity. Das sind Liebeslicht-Informationen des Christusbewusstseins. Ist also eine Energie. Und Energie tritt in bestimmten Mengen immer auf, in Quanten. Grace Integrity sind dann also Energiequanten auf der höchsten Ebene, auf der Ebene der Liebe und des Lichts, des göttlichen Lichts und der göttlichen Liebe und des göttlichen Bewusstseins. Und diese Grace Integrity Codes können sich verschränken, diese Quanten, mit der Person, die sie sich übertragen lässt, mit den Quanten dieser Person, und zwar mit den ihrer Seele. Und dadurch wird die behandelte oder Person, die diese Codes übertragen bekommt, sich wieder erinnern, wer sie ist in Wahrheit, dass sie Seele ist. Diese Codes wirken als magnetische Energie sehr stark auf das Herz. Das Herz ist ja auch ein Magnet. Und es ist fühlbar, dass einen dann einfach Liebes- und Lichtwellen durchfluten, das Herz durchfluten. Und dadurch entsteht eine enorme Heilungskraft. Man heilt sich ja nur selbst, aber da kommt dieses Vertrauen in seine eigene Kraft wieder in Gang, in sein eigenes Sein, in seine eigene Schöpferkraft. Jetzt gehe ich noch auf die drei Grace Integrity Basis Codes ein. Der erste ist der Code der Seelenverkörperung. Da finden Quantenverschränkungen statt mit den Seelenaspekten, die man woanders gelassen hat in Situationen. Zum Beispiel, dass man gut singen kann, das Vertrauen da rein.
oder das Selbstwertgefühl. Und das geschieht alles im Bewusstsein. Also das Bewusstsein, mit dem ist man dann wieder, kommt man wieder in Verbindung, dass man wertvoll ist oder was man kann. Andererseits gehen aus dem Bewusstsein dann raus Seelenaspekte, die man von anderen getragen hat. Zum Beispiel, wenn der andere irgendwas gut kann, dass man das dann auch gut können muss. Und auch wieder eben die Gefühle dazu, der Selbstwert, das Selbstvertrauen, die Selbstsicherheit. Der zweite Basiscode ist die Grace Integrity Mental Heart Fusion. Der wirkt verschmelzend von Herz und Verstand. Dann fließen die Gedanken herzbasiert und haben eine ganz neue Qualität. Sie sind dann konstruktiv, liebevoll und erschaffend zum höchsten Wohl aller. Der dritte Basiscode ist der Grace Integrity Manifestation Code. Da wird die Manifestationskraft sehr stark gestärkt. Er bewirkt eine sehr starke Herzöffnung und damit eben die Erinnerung an die eigene Schöpferkraft. Und hier finden individuelle Prozesse statt, wo dann eben sich Themen auch nochmal zeigen können, die noch in die Liebe zu bringen sind. Und da gilt es einfach zu akzeptieren, eine akzeptierende Haltung einzunehmen, so gut man kann. Eine dankbare Haltung, dass sich zeigt und eine Haltung loszulassen, was man nicht mehr braucht für seine Wahrheit. Wenn man diese Codes übertragen bekommen hat, integrieren die sich in sein System. Und somit hat derjenige dann selbst die Möglichkeit, mit diesen Codes an sich zu arbeiten. Zum Beispiel, dass man jeden Morgen sich ein paar Minuten Zeit nimmt und wenn man merkt, ach, das bedrückt mich jetzt oder das nervt mich, und dann, dass man da einfach das in Grace Integrity legt, in so eine Lichtkugel, das kann jeder dann selber für sich rausfinden und jeden Tag damit arbeitet. Und auch wenn mal eine Situation auftritt, dass man dann kurz mal sagt, die einem halt belastet, dann mal kurz innehalten und Grace Integrity strömen lassen. Und je mehr man das macht, desto schneller funktioniert es dann und desto stärker sind sie. Also ist es wirklich wichtig, dann jeden Tag mal sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen. Ich finde gleich morgens ein guter Zeitpunkt. Natürlich kann man zwischendurch mal am Tag und vielleicht nachdem man sein Tagwerk gemacht hat, wenn da irgendwas noch nicht in Balance ist, dass man da nochmal Grace Integrity reinströmen lässt. Also wie gesagt, wenn du diese Codes erhalten hast, kannst du selbst mit ihnen an dir arbeiten. Und mit den Codes geschieht nur das, was für deine Seele richtig ist. Nur diese Quantenverschränkungen finden überhaupt statt. Also du bist der Akteur.